herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum heutigen LIAC-Seminar. Ich gucke jetzt mal schon rüber zu Michael, wir sind seit mehr als 10 Jahren als LIAC im CLIVAT-Projekt dabei, geoelektrisches Monitoring zur Beobachtung der Dynamik von Salz-Süßwasser-Übergangszonen auf den Barriereinseln, aber nicht nur dort zu betreiben. Dort hat es angefangen im Projekt CLIVAT auf der Insel Borkum, und über diese 10 Jahre, die wir das jetzt betreiben, sind noch ein paar mehr Monitoringstrecken dazugekommen. Und aus dem Grund sind wir geneigt zu sagen, dass das ein sehr erfolgreicher Ansatz ist. Und unser heutiger auch Vortragender, Michael Krienert, war von Anfang an bei der Installation dieser Messstrecke dabei, hat sie mitentwickelt und installiert und kennt sozusagen auch alle Schwierigkeiten und Herausforderungen, die dabei bestehen. Und ich freue mich, dass er uns heute im Rahmen des LIAC-Seminars wieder auf den Stand der Dinge, der aktuellen Daten Probleme hinweisen wird. Also, damit übergebe ich Michael das Wort und versuche, die Präsentation zu starten. So, das sollte sein. Also, ich wünsche uns viel Spaß. Ja, Mike, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von mir herzlich willkommen. Mike war so freundlich, schon mal zu sagen, was ich alles angeblich gemacht habe. Ich stehe jetzt zwar vorne und berichte darüber, aber das ist nicht alles auf meinem Mist alleine gewachsen. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die daran beteiligt sind. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, jetzt im LIAC-Seminar mal einen kleinen Rundumschlag um unsere Entwicklung für das Salz-Süßwasser-Monitoring-System SAMOS zu machen. Sie sehen auf der Eingangsfolie schon mal 4 Bildchen. Wir haben insgesamt 4 Stationen aktuell in Betrieb. Zu allen möchte ich ein bisschen was sagen. Alle befinden sich im Küstenbereich Niedersachsens, und ich werde auf die 4 Stationen, auf die Station auf Borkum, in Spiekeroog und bei Abbekhavel zu sprechen kommen. So machen. Die erste Frage, die man sich stellen muss, warum brauchen wir eigentlich ein neues System? Wir haben noch im Salz-Süßwasser-Bereich haben wir noch alles Mögliche. Es gibt auch von der Hydrogeologie eine ganze Reihe von Methoden, Geolektik von der Oberfläche, das kennen wir alles. Warum brauchen wir eigentlich da noch eine Verbesserung? Nun, wir sind eigentlich der Meinung, dass wir jetzt mit dem SAMOS-System die Möglichkeit haben, zum einen mal über einen großen Tiefenbereich, den wir wählen können, äquidistante Messungen durchzuführen, in geringem Abstand. Dann können wir ein automatisiertes Langzeitmonitoring machen, und wir können dadurch, dass wir dann vielleicht unterschiedliche Elektronenabstände verwenden, auch noch Aussagen im Umfeld der Bohrung tätigen. Man sieht aber schon, das SAMOS-System ist, wie soll das anders sein bei S2, ein Widerstandsmesssystem. Also wir messen den spezifischen elektrischen Widerstand oder die elektrische Leitfähigkeit des Untergrunds. Was ist unser Ziel? Wir wollen die Salz-Süßwasser-Übergangszone detailliert erkunden. Und wir gehen davon aus, dass es höchstens kleinere Änderungen, dass wir auch kleinere Änderungen erfassen möchten. Das heißt, wir müssen in die Salz-Süßwasser-Zone hinein. Und das hat wiederum zur Folge, dass wir da nur hinkommen, wenn wir auch eine Bohrung nutzen können, mit der wir das Messsystem nach unten bringen. Die Anforderungen an das System: Es soll ein, wie man so schön sagt, selbstgenügsames System sein. Wir brauchen kleine Ströme. Dann hätten wir die Möglichkeit, mit Solarpanel und mit Batterien zu arbeiten. Es soll automatisiert sein, und es soll bitteschön auch regelmäßig alle Daten, die es misst, zu uns ins LIAC übertragen. Und der Wunsch wäre natürlich, dass es auch komplett wartungsfrei ist, sodass wir damit gar nichts mehr zu tun haben. Das Letzte aber nur so am Rande, dass Sie dann sehen, dass das nicht unbedingt so der Fall ist. Nur wenn man sich damit beschäftigt, wie sieht so ein System eigentlich aus? Oder wie soll es aussehen? Die erste Frage, die wir stellen müssen, wenn wir etwas entwickeln, was wir in die Salz-Süßwasser-Grenzzone einbauen wollen, dann müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das System, das wir hier im LIAC bauen, eigentlich zur Bohrung.
Das heißt, brauchen wir ein flexibles System, ein unterteiltes System, das wir auf der Bohrung zusammenschrauben. Und die nächste Frage ist, welche Einbautiefe brauchen wir eigentlich? Wir haben von der Erdoberfläche ja schon eine ganze Möglichkeit, eine ganze Reihe von Möglichkeiten aus dem Bereich der Geoelektrik. Aber um das genau festzulegen, ist natürlich immer auch die Bohrlochgeophysik erforderlich, also insbesondere die Widerstandsmessung über Lateral-Lock, Induction-Lock, Gamma-Regeln natürlich auch. Und das jetzt wiederum zur Folge, dass wir vielfach ein offenes Loch oder zumindest ein plastikverrohrtes Loch brauchen, was in den Sedimenten nicht unbedingt einfach zu realisieren ist. Nun zum System selber, wie wir uns das zusammengebaut haben. Also SAMOS besteht aus zwei Komponenten. Wir haben einmal ein vertikales Elektrodensystem in der Übergangszone zwischen Süßwasser und Salzwasser. Das bauen wir dann in den entsprechenden Tiefenbereich ein und würden anschließend das Bohrloch wieder verfüllen. Wenn dieses System, also an diesem System, man sieht daraus, an diesem System können wir keine weiteren Änderungen vornehmen. Wenn das schlecht gebaut ist, haben wir möglicherweise die ganze Anlage verloren, also müssen wir uns da ein bisschen Mühe geben, dass das auch vernünftig läuft. Das zweite, zweite Teil ist dann das geoelektrische Messsystem an der Erdoberfläche. Da stehen uns natürlich alle Möglichkeiten zur Verfügung. Wir können Reparaturen ausführen, wir können Änderungen vornehmen, was die Messkonfiguration anbelangt. Wir können auch Änderungen des Gesamtsystems vornehmen, also ein komplett neues System da einbauen, zusätzliche Parameter aufnehmen, wie induzierte Polarisation. Da sind wir also völlig, völlig frei. Also einmal festgelegt, wenn wir uns entschieden haben, das da so einzubauen, das ist festgelegt. Und die geoelektrische Messung an der Erdoberfläche, das System, können wir jederzeit wieder ändern. Wir haben aktuell vier Systeme laufen. Die ersten beiden laufen seit September 2009 auf der Insel Borkum. Sie sind damals gebaut worden im Zusammenhang mit dem CLIVAT-Projekt, also Climate in Water, und wurden eingebaut in Kooperation mit den Stadtwerken Borkum. Das hat uns eigentlich auch dazu erstmal gebracht, dieses Gesamtsystem als SAMOS-System eigentlich auch zu entwickeln. Also das war so eine gewisse Lernkurve, die wir dann durchlaufen haben. In den letzten zwei Jahren haben wir dann zwei weitere Stationen eingebaut, und zwar jetzt in dem Projekt GOKAM. Das war in beiden Fällen eine Kooperation mit dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband. Und zwar haben wir im Dezember 2018 bei Abeckhafe in der Nähe von Jever eine SAMOS-Strecke installiert und im März 2020 auf der Insel Spiekeroog. Beschäftigen wir uns erstmal mit dem vertikalen Elektrodensystem. Ich habe auch hingeschrieben das Einbaudatum und die Einbautiefe. Es fing an mit Borkum, mit den beiden Bohrungen CLIVAT 1 und CLIVAT 2, die komplett vom LIAG, also die Installation wurde dann komplett im LIAG getätigt, entwickelt, zusammengebaut. Die vertikalen Elektrodenstrecken wurden hier zusammengebaut. Sie sehen ein Foto vom Einbau. Einbau im September 2009, und zwar in einer Tiefe, sagen wir ganz grob, zwischen 44 und 65 Meter unter Gelände. In beiden Fällen. Dann haben wir in Zusammenarbeit mit einer, haben wir glücklicherweise eine Firma gefunden, die uns die Untertageeinheit baut, weil das natürlich auch eine aufwendige Geschichte ist, die wir nicht unbedingt immer leisten können. Wir haben für die beiden Elektrodenstrecken im GOKAM-Projekt bei Abeckhafe und auf Spiekeroog den Bau durch die Firma Sol Experts tätigen lassen. Sie sehen damit schon mal zwei verschiedene Versionen. Einmal eine flexible, aufgerollte, auf einer großen Trommel aufgerollt, die gerade so, also passte gerade so in einen Sprinter, sodass man das dann an der Bohrstelle dann abwickeln konnte und über der Bohrung dann zusammenbauen konnte. Das war die allererste Version. Die zweite Version für den Spiekeroog sah dann etwas anders aus. Da haben wir dann eine wirklich getrennt, also wirklich so 2,40 Meter lange Teilstücke, die dann über der Bohrung wirklich, zunächst einmal zum allerersten Mal zusammengeschraubt wurden. Einbau ist ja im März 2020 erfolgt.
Nun, wenn man das eingebaut hat, kommt natürlich eine ganze Reihe von technischen Messungen zum Tragen. Ich habe hier nur eine mal ausgewählt, nämlich den Durchgangswiderstand. Wir führen zu jeder Elektrode in der Tiefe auf der vertikalen Elektrodenstrecke führen wir zwei Kabel, sodass wir von der Erdoberfläche, also den Anschluss der Elektrode an die Kabel prüfen können, durch eine normale Durchgangsprüfung. Und man sieht eigentlich sehr schön, dass man weiß dann auch, habe ich das überhaupt richtig herum eingebaut. Die längeren Kabel haben eben einen höheren Widerstand. Das heißt, die 1 ist dann eben in der Tiefe. Sie sehen, der Widerstand nimmt also linear dann auch tatsächlich ab in beiden Fällen. Bei unserer Eigenentwicklung ist der Trend genau der gleiche. Wir haben allerdings die Kabelführung ein bisschen geändert und es ist ein etwas anderes, etwas dünneres Kabel mit einem kleineren Querschnitt, was denn die höheren Werte dann eben auch erklären würde. Die Messungen an der Erdoberfläche machen wir mit einem Messsystem, das viele kennen werden. Das ist das 4-Point Light 10W, das wir in Kooperation mit der Firma Lippmann erstmal dazu bringen mussten, automatisch die Daten zu messen und halt zu senden. Also nicht zu messen, sondern wirklich zu senden. Dann haben wir also die Lippmann-Apparatur, die wir verwenden, als eine Variante, um kleine Ströme verwenden zu können, weil diese Apparatur eben mit sehr kleinen Strömen auskommt. Dann haben wir hier die Scanner für die ungefähr 80 Elektroden, die auf der vertikalen Elektrodenstrecke stehen. Wir brauchen eine Antenne, um die Datentransfer zu realisieren. Wir brauchen eine Batterie und letztendlich ein Modem und Solarpanel und so weiter. Also das sieht dann in der Endausbaustufe zum Beispiel so aus. Also man braucht relativ wenig Platz. Wenn man dann mit dem Bohrfahrzeug hinkommt und anschließend die vertikale Elektrodenstrecke eingebaut hat, dann braucht man eine Oberfläche für die Installation eigentlich relativ wenig Raum, also ein Solarpanel. Wir haben hier die Messapparatur, das ist Kliwatt 1, Kliwatt 2 ist analog gebaut. Wir haben das hier aus Überflutungsschutzgründen dann auf diese auf diese Rohre gesetzt. Und Spiekeroog ist noch nicht komplett fertig, weil uns natürlich auch die Corona-Pandemie da ein bisschen dazwischen geschlagen ist, sodass wir das noch nicht fertig machen konnten. So, was können wir jetzt wenn wir das jetzt alles installiert haben, was können wir eigentlich messen? Wir sind angefangen auf Borkum mit Wenner-Alpha-Messungen, weil sie einfach relativ gute Daten, relativ ungestörte oder relativ gute Daten messen können. Also praktisch mit den Stromelektroden außen, den Potentialelektroden in der Mitte. Wir brauchen eine 4-Punkt-Anordnung. Wir brauchen also 4 Punkte, wir haben aber 80 Elektroden zur Verfügung. Das heißt, wir können diese 4 Punkte einmal komplett von unten nach oben durchschieben, sodass wir schon mal das Tiefenintervall abdecken können und aus verschiedenen Tiefen den spezifischen Widerstand bekommen. Dann können wir aber auch den Elektronenabstand verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen und bekommen dadurch größeren Einfluss von weiter entfernten Schichten um die Bohrung herum auf unsere Messungen, sodass wir auch eine Information seitlich in die Formation hineinbekommen. Mit Wenner-Alpha alleine brauchen wir nicht zu arbeiten. Wir haben jetzt bei Spiekeroog und ABK für zusätzlich die Dipol-Dipol-Anordnung hineingenommen. Man kann natürlich alles Mögliche, was einem einfällt, von den mehr als etwa 100 Elektrodenkonfigurationen, die da vielleicht im Umlauf sind, kann man sich in die ganze Reihe für verwenden, um hier spezielle Fragestellungen zu klären. Aber wir arbeiten normalerweise mit einer Alpha und mit einer Dipol-Dipol-Geschichte. Wenn man die Daten misst, man bekommt ja letztendlich ist es nichts anderes als eine Multi-Elektroden-Geoelektrik, die man an einer Erdoberfläche ausführt, nur eben jetzt gedreht. Ich habe das jetzt wirklich als 2D dargestellt, man müsste es aber eigentlich ja natürlich um die Bohrung herum, also zylindersymmetrisch darstellen, aber nur der Klarheit halber, was eigentlich da kommt. Die Tiefen, also wenn wir hier uns angucken, ich habe versucht, das jetzt auf denselben Farbkeil zu bringen, das ist für die Einzelnen vielleicht nicht das Optimum, aber man kann einen schönen Vergleich miteinander machen.
Was wir sehen, ist, dass wir bei Kliwat 1 und Kliwat 2 niedrige spezifische Widerstände in der Tiefe haben, hohe spezifische elektrische Widerstände oben. Das heißt, wir haben das Süßwasser oben, wir haben das eher Salzwasserführende, hier sind wir im Bereich von unter 5 Ohmmeter, das heißt im Salzwasserführenden Sedimenten in beiden Fällen. Die beiden anderen Stationen, Abikafe und Spiekeroog, haben deutlich höhere spezifische Widerstände in der Tiefe. Das heißt, hier ist man mindestens ein Faktor 10 vom spezifischen Widerstand größer als auf Borko. Aber auch in allen Fällen, man sieht wirklich den Übergang vom Süßwasser oder von den schlechter leitenden Sedimenten in besser leitende Sedimente. Alles das war Renner Alpha und alles am selben Tag aus diesem Jahr. So, wir haben natürlich eine gewisse Lernkurve zurücklegen müssen. Ich zeige Ihnen als Beispiel jetzt mal die allererste Messung von Kliwat 1. Die ist erfolgt am 17. September 2009, 13 Uhr, um genau zu sein. Und da sieht man schon mal zwei Effekte, die sich überlagern. Das eine sind instrumentelle Fehler, die noch da sind, die einfach aus der Apparatur kommen. Das sind diese Linie, die hier zum Beispiel durchläuft, das ist ja sehr unrealistisch. Auch diese einzelnen Punkte, die hier sehr stark streuen, das passt also nicht unbedingt, hat nichts mit Geologie zu tun. Aber man sieht auch schon den Einfluss der Bohrung, nämlich die höheren spezifischen Widerstände genau im salzwasserführenden Bereich lassen vermuten, die gelten dann nur für die kleinen Elektrodenabstände und das heißt für den unmittelbaren Bereich um die Bohrung herum und zeigen also sehr schön, dass hier wirklich eine Störung des Gleichgewichts stattgefunden hat. Wenn ich weiter weggucke mit den größeren Elektrodenabständen, dann komme ich wieder in die gut leitenden Bereiche hinein, in die niedrigen spezifischen Widerstände hinein. Heute sieht das ganze Bild so aus. Einmal sind die instrumentellen Fehler weg, weil wir auch ein bisschen was da getan haben, also die Decoder ausgetauscht haben und so weiter, damit bessere Geschichten, also da Verbesserungen vorgenommen haben. Und es ist natürlich der Einfluss der Bohrung längst weg. Wir haben wir sehen also auch die in unmittelbarer Nähe der Bohrung jetzt mittlerweile die niedrigen spezifischen elektrischen Widerstände. Diesen Übergang, den kann man sich auch sehr schön für einzelne Tiefen mal anschauen. Ich habe als Beispiel jetzt auch wieder Kliwat 1, Tiefe 59,125. Das ist nicht die Genauigkeit, das ist nur für mich, damit ich weiß, wie ich das genau, welche Tiefe das genau ist. Also ungefähr 59 Meter. Man sieht sehr schön die Fehler, diese Abweichungen, diese Punkte, die hier also nicht so schön liegen, aber man sieht einen deutlichen Abfall von etwa von Werten von scheinbaren spezifischen Widerständen von fast 50 Ohmmeter auf mittlerweile 1 bis 2 Ohmmeter. Man sieht auch, dass natürlich die Fehler, die instrumentellen Geschichten dann auch besser werden im Laufe der Jahre, dadurch, dass wir hier eben auch Decoder austauschen und so weiter. Das ist bei Kliwat 2 ähnlich, Beispiel 63 Meter. Auch hier sieht man einen schönen Abklicken, einen schönen Wiederangleich an die natürlichen Verhältnisse. Und dann habe ich mal jetzt für den letzten, also für alle Stationen mal eine Darstellung gemacht, wie das jetzt so aussieht. Also Kliwat 1 ist fast perlschnurartig. Die Messungen liegen wirklich wie auf einer Perlschnur aufgereiht hintereinander. Abikafe hat höhere spezifische Widerstände, hat man in der Pseudosektion schon sehr schön gesehen. Was hier wieder auffällt, sind hier wieder möglicherweise die instrumentellen, die sicherlich nichts mit der Geologie zu tun haben. Im hinteren Teil aber sehr schön glatte Daten, die auch schon wieder fast wie eine Perlschnur liegen. Spiekeroog streut etwas stärker. Wir haben ja leider nicht das System wechseln können. Wir haben ja nach wie vor die Apparatur A zur Verfügung. Und deswegen können wir da momentan auch noch nicht so wahnsinnig viel machen, sondern müssen es erstmal hinnehmen. Also, aber wenn ich mir dieses Streuen angucke auf der Insel Spiekeroog, dann sehe ich auch, ich habe jetzt mal die Standardabweichung berechnet und die Mittelwerte. Und dann die Standardabweichungen, also man sieht schön für einen relativ großen Elektrodenabstand von etwa 6 Meter,
dass dieser Übergang sehr schön sichtbar wird. Wir haben, wenn ich das in Prozenten jetzt ausdrücke, eine Standardabweichung, die knapp unter 1% liegt, was eigentlich nicht so wahnsinnig schlecht ist, obwohl die Werte wahnsinnig streuen, wenn man sich das genau anguckt. Und selbst wenn ich das Maximum und Minimum, die Differenz zwischen Maximum und Minimum mir angucke und das in Prozent ausdrücke, bin ich auch noch bei 5%. Also das ist noch nicht so wahnsinnig, es ist nicht gut, aber es ist auch nicht total blöd eigentlich. Aber jetzt kommt das Nächste. Ich habe mir dann überlegt, wenn das System A, das hatten wir vorher ja auch schon im Einsatz, wo war dann das vorher? Und dann stellen wir fest, dass die Fehler, die bei ABK aufgetreten sind, auch, dass die Bereiche, bei denen mit Fehlern bei der Station ABK von der Messapparatur A sozusagen gemessen worden sind. Und man sieht sogar, dass hier irgendwas, also am Anfang waren die Werte offensichtlich alle noch okay, aber dann kommt irgendwie ein kleinerer Fehler herein. Dadurch, dass die Apparatur auf Stiekeroog steht und wir nicht hin können, wissen wir eben auch noch nicht, wo der Fehler genau liegt. Grundsätzlich, gehen wir mal zu den kleineren Elektrodenabständen, muss man die Daten aber auch nicht alle komplett wegwerfen. Denn das System A fügt sich, trotz aller Fehler, die auftreten, fügt sich doch relativ gut in den Wiederangleich, den wir auch bei ABK sehen, sehr gut ein. Wir haben hier eine Abweichung, die könnten wir natürlich korrigieren. Ich habe die Wurst doch erstmal so gelassen, wie es ist. Aber so schlecht sieht das eigentlich gar nicht aus. Bei ABK sieht man dann gleichzeitig auch, dass man nicht unbedingt immer dieses exponentielle Abklingen sehen muss, um den Wiederangleich zu bekommen, sondern es könnte auch sein, dass zu Beginn letztendlich ein Abfall auftritt und dann letztendlich ein Minimum durchlaufen wird und wieder ein Wiederanstieg kommt. Auch das beobachtet man. Man beobachtet in anderen Tiefen dann auch Effekte, wo man sagt, da ist ja eigentlich mit Änderungen durch den Bohrvorgang eigentlich gar nicht unbedingt viel zu sehen. Also es gibt da alle möglichen Varianten. Bringen wir mal zu Kliwa 2 zurück. Auch hier der größte, jetzt in diesem Fall der allergrößte Elektrodenabstand, 6,25 Meter. Und wenn man die Daten sieht, das sind also drei unterschiedliche Vierpunktmessungen, die wir dann machen können bei den 78 Elektroden. Und zwar ist hier aufgetragen von 2003. Okay. Braucht ein bisschen. Darf nicht so wackeln hier. Okay. Okay. Also wir gucken von 2013 bis 2021. Das ist über viele, viele Jahre. Auch hier sehen wir die Werte wie auf einer Perlschnur. Das Einzige, was auffällt, ist in der Mitte, so bei dem Jahr 8, ein Sprung. Da kriegt man erstmal einen riesen Schreck und sagt, ah Mann, das passt ja alles überhaupt nicht zusammen. Und wenn man sich die Größe dieses Sprunges anguckt, dann sind das 0,1 Ohmmeter. Und bei 0,1 Ohmmeter wird man sich bei Messungen einer Oberfläche überhaupt keine Gedanken machen. Ob ich jetzt irgendwas mit 13,1 oder 13,0 Ohmmeter messe, das kratzt an der Oberfläche keinen. Hier sehen wir es, erstaunlicherweise. Also die Apparatur scheint so schlecht nicht zu sein. So, jetzt mal eine Gesamtschau für Borkum, für beide Stationen auf Borkum. Was wir sehen, zunächst einmal Kliwat 1 eingetragen in als blaue Linie die Messung vom 01.01.2011 und es sind alle Daten drin vom 01.01.2011 bis zum 17. März 2021. Und Sie haben gesehen, dass da nicht so wahnsinnig viele Lücken sein können, oder nicht so wahnsinnig viele Lücken sind, sondern dass wir das also sehr schön eigentlich abdecken, die ganzen Jahre eigentlich sehr schön abdecken. So dass wir eine ganz viele Daten da drin haben und trotzdem sieht es sehr, sehr stabil aus. Und bei Kliwat 1 sieht es so aus, dass alle Messungen nach dem Januar 2011 offensichtlich sogar höhere scheinbare spezifische Widerstände liefern. Wir befinden uns komplett im Sand, wir sehen immer den Übergang von den süßwasserführenden zu den salzwasserführenden Strukturen, aber letztendlich wir sehen keinerlei Gefährdung durch aufsteigendes Salzwasser oder wie auch immer. Ein bisschen anders ist die Situation bei Kliwa 2 und dort paust sich erst einmal die Geologie durch.
Also das hier sind die Tonpakete oder die tonigen Pakete und die Sandpakete. Man sieht auch hier wieder von den süßwasserführenden Sedimenten wieder den Übergang fast in die salzwasserführenden Sedimente. Das Ganze wird durch die tonigen Schichten so ein bisschen modifiziert, dass man eben im Sand dann möglicherweise etwas höhere Werte hat als im Tonbereich. Aber letztendlich, man sieht wirklich schön diesen Übergang. Und man hat auch jetzt in Relation mal zum 01.01.2011 mal auch eine Abnahme im spezifischen Widerstand. Diese Abnahme ist besonders groß in dem Sandpaket, hier in der Mitte um die 55 Meter. Da sieht man eine sehr große Bandbreite. Paust sich aber mittlerweile auch schon ein bisschen nach oben durch. Das habe ich in den letzten Jahren noch nicht so gesehen, aber jetzt kommt da offensichtlich auch Bewegung möglicherweise ins Spiel. Aber im oberen Teil tut sich fast gar nichts. Das ist also relativ stabil. Die ganze Situation sieht trotzdem noch relativ stabil aus. Genau aus dem 55 Meter Tiefenbereich mal herausgegriffen, wie sieht der Verlauf des scheinbaren spezifischen Widerstandes mit der Tiefe aus. Wir sehen einmal, mit der Zeit aus, wir sehen einmal mit der Zeit eine Abnahme im scheinbaren spezifischen Widerstand, nämlich wenn wir hier oben gucken, das sind 13 Ohmmeter, hier unten sind wir bei 7,5 Ohmmeter. Also da gibt es einen Trend zu niedrigen spezifischen Widerständen, sofern es nicht aus der Apparatur selber hervorkommen könnte. Und was wir auch sehen, ein immer wiederholender Effekt, nämlich mit höheren spezifischen Widerständen zu Beginn des Jahres und absinkenden im Laufe des Jahres und dann wieder höhere spezifische Widerstände absinken. Man sieht also eine saisonale Änderung. Das liegt natürlich zum Teil daran, dass wir in der Nähe eines Tiefbrunnens liegen, aus dem regelmäßig Wasser gewonnen wird. Und hier, dass hier die Pumpaktivitäten sich dann hier eben auch durchpausen. Gehen wir in die Tiefe, dann sind wir natürlich in einem ganz anderen Widerstandsbereich, aber auch hier deutet sich ein ähnlicher Effekt an. Wir sehen auch wieder so eine saisonale Geschichte. Wir sind hier jetzt zwischen 2,2 und 1,8 Ohmmeter und haben vielleicht, also das sind 0,4 Ohmmeter, da sagen wir, das können wir also offensichtlich ganz gut erkennen, aber wir müssen da gucken, können da möglicherweise auch noch irgendwelche anderen Fehler drin sein. Dazwischen finden sich dann auch immer wieder solche Tiefen, bei denen man zum einen sieht, dass Apparaturen gewechselt wurden. Also wenn man das hier so vergleicht, dann gibt es plötzlich einen Sprung, dann geht es wieder runter, hier gibt es einen kleinen Sprung, wieder zu etwas niedrigeren spezifischen Werten. Also das ist ein apparativer Effekt. Aber wenn man sich das anguckt, wie groß ist denn dieser apparative Effekt? Also wir sind hier zwischen 4,3 und 4,4, das ist 0,1 Ohmmeter. Und hier haben wir, also wenn wir das übertrieben gesagt, dann sind das Sprünge von 0,02 Ohmmeter. Und dass man das irgendwie erkennen kann durch das Monitoring, finde ich nach wie vor immer überraschend. Man hat da dazwischen natürlich noch die ganzen möglichen Streuungen, aber das bleibt tatsächlich irgendwie confined, also irgendwie begrenzt auf so einen Bereich, sodass man die Sprünge irgendwie doch noch sehen kann. Also das könnte man entsprechend korrigieren. Natürlich sieht man nicht überall diese Abnahme, sondern man kann teilweise auch erstmal eine Zunahme sehen im Laufe der Jahre. Also von 2011 bis 2021 hier erstmal diesen langen, über mehrere Jahre andauernden Anstieg. Und dann kommen hier wieder tatsächlich auch so saisonale Effekte ins Spiel. Ich bin gespannt, wie das denn insgesamt dann weitergeht. Oder wenn wir ganz nach oben gehen, gibt es auch solche Varianten, wo wir hier nochmal eine apparative Geschichte haben. Da auch nochmal apparative Sachen, aber auch hier wieder so ein Trend eher zu höheren scheinbaren spezifischen Widerständen. Und wir sind hier bei 47 Meter, das heißt, wir sind fast im süßwasserführenden Bereich. Wir sind auch mit Widerständen um die 60 Ohmmeter, also es sieht keinerlei irgendwie Salzwassereinfluss im Moment. Das erinnert im Gegenteil an Strukturen, die wir auch bei Kliwat 1 beobachten. Kliwat 1 hat im Gegensatz zu Kliwat 2 keine Tiefbrunnen in der Nähe. Da findet die Wasserförderung
oberflächennahe Stadt, das ist im oberen Aquifer, mit Tiefen bis ungefähr 15 Meter unter Gelände. Und wir sind ja im Bereich zwischen 45 und 65 Meter unter Gelände. Aber auch, und hier sehen wir eben den langsamen Trend zu höheren scheinbaren spezifischen Widerständen. Perlschnurartig, aber letztendlich doch eine deutliche Zunahme in den Werten. Ähnliche Tiefen, Kliwa 2 hatte hier durch den Tiefbrunnen den Einfluss mit der Absenkung im scheinbaren spezifischen Widerstand. Kliwa 1 zeigt eher eine Zunahme. Wenn das hier der Corona-Effekt ist, weiß ich nicht, ob man das schon so sagen kann. Ganz in der Tiefe hatte man auch bei Kliwa 2 noch diese Variationen, auch durch den Tiefbrunnen hervorgerufen, während in Kliwa 1 das mehr oder weniger ruhig durchläuft. Okay, was braucht man aber auf jeden Fall, um jetzt die Daten weiter sich angucken zu können? Auf jeden Fall muss man den Grundwasserstand kennen oder Druckwasserspiegel oder wie auch immer. Und dazu haben wir bei jeder Lokation eben auch entsprechende Filterstrecken installiert, in Zusammenarbeit mit Sebastian Winter, also auch mit den Stadtwerken Borkum. Diese Stationen betreuen dann die Stadtwerke Borkum selber und die können wir, das sind unsere Stationen, unsere Datenlogger, die wir hier drin haben. Da können wir also dann auf die können wir direkt zugreifen, die schauen wir uns mal an. Eine dritte Kurve ist ein Pegel, den Jan Igel auf Borkum vor einigen Jahren installiert hat, der praktisch außerhalb des Grundwasserförderungsgebietes stattfindet. Steht und letztendlich die ungestörten Verhältnisse dann aufzeichnet. Auch hier sieht man den allgemeinen Trend. Wenn ich jetzt in die Wasserfördergebiete hineingehe, sieht man schon eine deutliche Aufweitung dieser Strukturen, die durchaus Absenkungen von einem Meter dann entsprechen können. Dass das künstlich ist, sieht man, wenn man das Ganze mal aufweitet, hier drei Tage, dass das durch die Pumpaktion in den Tiefbrunnen dann stattfindet, das sieht man eigentlich, wird hier eigentlich ganz, ganz deutlich. Okay, kleiner Sprung zu den neueren Stationen. Abitafe, im Wesentlichen Sand eingeschaltet, ein Tonpaket, das sich deutlich abpaust in den Messungen. Das sieht man also sehr deutlich durch die niedrigen scheinbaren spezifischen Widerstände. Und ich habe hier zwei Kurven drin, nämlich einmal vom 19., fangen wir hier an, das ist Wenner Alpha, das ist Dipol, fangen wir hier an, vom 14.12.2018, also vom Einbau mehr oder weniger, seit dem Einbau, gestört durch die Bohrung, mehr so ein Ausgleich der Verhältnisse beschert und eine Messung vom 8. März 2021, die dann einen deutlichen Rückgang, insbesondere in der Tiefe, in dem eher durch höhere Leitfähigkeiten geprägten Bereich dann bringt. Alle anderen Werte liegen dann irgendwo dazwischen. Das gilt für Wenner Alpha und für Dipol-Dip. Was man dann natürlich auch noch betrachten sollte, ist ein möglicher Temperatureffekt. Wir haben jetzt in Zusammenarbeit für die beiden Strecken mit Sol-Experts die Temperatursensoren wird eingebaut, sodass wir die auch entsprechend abfragen können. Für Abitafe mal vom September 2020 bis aktuell, bis also in den März 2021. Das ist eine Temperaturspannweite von 0,15 Grad Celsius. Man sieht dort Sprünge, ich weiß noch nicht, wie ich die deuten soll. Grundsätzlich sehe ich aber keinen generellen Trend zu höheren Temperaturen in der Tiefe. Da müssen wir noch weiter analysieren, ob uns das noch was an den Widerständen tatsächlich verändern würde. Zu Spiekeroog, da haben wir den Einbau gemacht im März 2020, dann kam Corona, dann kam die Sperrung, sodass wir erst im Juni 2020 die Installation in Betrieb nehmen konnten. Auch hier wieder Wenner Alpha. Und Dipol-Dipol, jetzt mit einem etwas größeren Elektrodenabstand, 0,3 Meter. Hier sieht man jetzt man sieht nicht mehr diese große Bandbreite, diese großen Wiederangleich, sondern man sieht eher
eher eine kleine Abnahme, also zwischen dem Juni und dem März 2021, dass sich da auch ein bisschen was tut, aber es ist insgesamt größenordnungsmäßig, es ist eine relativ stabile Situation. Auch hier wieder sind wir hauptsächlich im Sand. Okay, ich gucke auf die Uhr, ja, wird Zeit. Kurze Zusammenfassung. Also wir können sagen, unser Samus-System, so wie wir uns das gedacht haben und wie wir es entwickelt haben, funktioniert aktuell an 4 Stationen. Wir haben ein ähnliches System auch noch an die beiden vertikalen Elektrodenstrecken der TU Berlin in Münsterdorf installiert und messen dort auch, aber das ist eine andere Fragestellung, da könnte man einen eigenen Vortrag drüber machen, deswegen verzichte ich mal drauf. Die vertikalen Elektrodensysteme, die wir in den Untergrund einbauen, die arbeiten alle vorzüglich. Dass die Konstruktion in Kooperation mit Firmen erfolgen kann, ist sehr erfreulich. Das ist also auch eine Firma, durchaus Firmen gibt, die da Interesse haben, solche Dinge auch zu bauen. Hilft vielleicht, das ein bisschen auch in die größere Anwendung dann zu bringen. Das Messsystem an der Erdoberfläche, da müssen wir also zusammenfassend sagen, da haben wir natürlich Herausforderungen und Probleme beim Monitoring, die wir also bei den normalen Widerstandsmessungen für Strukturerkundung häufig gar nicht haben. Das fängt an mit diesen ganz kleinen Änderungen, mit diesen ganz kleinen Fehlern, dass man dann gucken muss, sind die Apparaturen vergleichbar und hatte ich alles ein bisschen im Vortrag drin. Wir können aber jederzeit modifizieren und wir können jederzeit reparieren, das ist also eine schöne Sache. Die Rohdaten, ich hoffe, das ist mir gelungen, das ein bisschen zu zeigen, haben eine sehr hohe Qualität. Man sieht Unterschiede zwischen den Systemen. Man muss aber die operativen Effekte immer berücksichtigen. Man sieht auf jeden Fall direkt nach dem Einfluss den Wiederangleich an die normalen Untergrundverhältnisse. Das kann man also wunderbar aufzeichnen. Wir sehen saisonale Einflüsse. Wir sehen Langzeitänderungen. Ja, wir haben mittlerweile auch die Inversion vorangetrieben. Da könnte Matthias Ronska jetzt sich neben mich stellen oder beziehungsweise mich ersetzen und könnte den eigenen Vortrag sicherlich noch halten. Deswegen möchte ich nur darauf hinweisen, also Inversionssoftware ist vorhanden, sodass wir auch die Daten invertieren könnten. Okay, damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Das letzte Bild soll nochmal zeigen, dass wir auch durchaus bei schlechteren Wetterungsbedingungen im Gelände sein mussten. Okay, herzlichen Dank. Ja, Michael, der Dank geht an dich für den super Einblick in die technischen Details. Und ich glaube, wenn du uns das zeigst, dass gerade diese kleinen Abweichungen, die man auf instrumenteller Seite sieht, dann ist das natürlich auch richtig, dass wir damit auch jegliche Abweichungen, die wir im Untergrund messen können, damit eben auch aufzeichnen können. Ich glaube, das soll mir an der Stelle nicht zu kurz kommen. Das ist nicht nur ein technisches Problem, sondern wir bewegen uns da quasi in einer Dimension von Messgenauigkeit, die uns instrumentelle Probleme aufzeigt. Aber das heißt auch, dass wir natürlich die Variationen, die Änderungen, die Dynamik, die wir eigentlich untersuchen wollen, damit im Untergrund natürlich auch sehr gut ablesen können. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Dann schauen wir mal, ob wir Fragen haben. Also wie gewohnt für alle, die schon das eine oder andere digitale Seminar jetzt mitgemacht haben, einfach Fragen in den Chat stellen oder die Mikrofone anmachen und direkt fragen, geht auf jeden Fall auch. Warten wir mal ein paar Minuten, bis sich die eine oder andere Frage vielleicht einfindet. Alles sonnenklar. Alles sonnenklar, wunderbar. Ich hätte noch eine Frage, könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Okay, mir ist aufgefallen, dass durch die Bohrung ein ganz ziemlich großer Zeitraum eigentlich ist, den ihr am Ende nicht bewertet habt. Michael, achso, erstmal danke für den Vortrag, ich fand es auch sehr interessant. Aber zum Beispiel in den meisten Protokollen hat Michael erst die Interpretation nach 2 Jahren angefangen. Genau. Genau, das hat zwei Gründe. Das geht ja hauptsächlich um die,
um die Daten, die wir auf Borkum haben. Das sind einmal sind es die Effekte, die wir aus der Apparatur selber haben, weil die Decoder teilweise nicht so toll waren. Also wir haben einkanalige Decoder gehabt, die offensichtlich nicht für Dauerbetrieb in unterschiedlichen Witterungsbedingungen so wahnsinnig gut ausgelegt sind. Die haben wir jetzt ersetzt durch achtkanalige, die deutlich besser sind. Und dieser Umbau erfolgte eigentlich erst nach spätestens 2 Jahren hatten wir den Umbau fertig. Deswegen zeige ich dann oft nur Daten ab 2011 und nur diesen an. Und das zweite ist eben der Wiederangleich, der durchaus einige Monate in Anspruch nehmen kann. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Kann ich nichts zu sagen, weil ich das System zwar kenne, aber keine Daten bewerten kann. Was natürlich auch dazu kommt, deswegen auch der Hinweis auf die Inversion. Dadurch, dass wir die Inversion jetzt machen können, können wir auch die Daten verwenden, die wir praktisch in dem Uplink-Vorgang noch verwenden. Aber erst danach, erst seitdem wir die Inversion rechnen können. Also vorher würde ich da unter Umständen wäre ich da sehr vorsichtig, gerade auch mit Blick auf unsere apparativen Erfahrungen. Bei Imageau ist die Situation anders, weil das ein relativ, also schon ein existierendes System ist, mehr oder weniger. Während unser System ja eigentlich erst 2009 in die Entwicklung kam. Und normalerweise hat man ja ein bisschen Entwicklungszeitraum und man testet ein Jahr und sagt, okay, jetzt ist es fertig und jetzt gehen wir raus. Das haben wir ja nicht gemacht. Wir sind ja sofort ins Gelände gegangen und haben sofort eingebaut und haben dann alles, was zusätzlich kam, dann praktisch da lernen müssen. Und deswegen gehe ich immer davon aus, ich zeige die ersten 2 Jahre erstmal nicht. Wir können die ersten 2 Jahre verwenden, aber günstiger ist es erstmal nur die Folgejahre danach. Also ich will das nicht, verdammen, das sieht man auch, Abekafe und Spiekeroog sieht man ja, dass das vernünftige Daten sind. Also gerade Spiekeroog zeigt ja vernünftige Daten. Genau, vielleicht ergänzt aber, dass das Imageau-System schon auch grundsätzlich anders installiert wird als unseres. Ne? Es ist, was das System bei uns schon auch davon unterscheidet, ist, dass es halt fest und verloren verbaut ist, also direkt an das Gebirge angekoppelt ist. Das sind vielleicht auch eine Frage, die Georg hier schon gestellt hat, wie man das ankoppelt, aber bei Imageau ist es halt in der PVC-Verrohrung. Ne? Und insofern unterscheidet sich das dann natürlich schon, wie die Ankopplung an das Gebirge an der Stelle ausschaut. Da muss man drauf Acht geben. Genau, dann würde ich jetzt hier mal direkt in die Fragen gehen. Georg Huben fragt, wie das Bohrloch verfüllt wird und ob man da nicht besser in letztendlich gut leitendes und Material zur Anbindung benutzen sollte. Also wir verfüllen das Bohrloch mit dem Material, das wir da auch erbohren. Also wenn wir Sand haben, kommt da Sand rein und bei tonigen, durchbohrten tonigen Schichten füllen wir dann auch Tonpellets ein. Die Ankopplung, dadurch, dass sich das Bohrloch, das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, dass das Bohrloch sich setzt. Ne? Wird auch eine Rolle spielen, aber wir sehen die Ankopplung, dadurch, dass wir die Erdungsmessungen durchführen können, sehen wir die Ankopplung und da ist eigentlich nichts, was besonders für schlechte Ankopplung spricht. Also das ist eigentlich alles prima vom Einbau her. Und eigentlich würde ich dazu tendieren, dann auch wirklich Sand da einzubauen, wo ich Sand erbohre. Warum soll ich da Tonpellets einfüllen? Man würde natürlich schon darauf achten, dass man jetzt irgendwo keinen Kurzschluss baut. Das natürlich, ja, das allein klar, schon, was die Bohren geht, aber ansonsten das einzubauen, was auch in der Geologie an der Stelle ansteht. Eine andere Frage, können wir aus unseren Daten schon einen Langzeitklimatrend beobachten hin zu trockeneren Verhältnissen?
natürlich eine Frage, die ganz aktuell aufgeworfen ist. Was lernen wir da aus den Strecken, die wir haben? Also wir hoffen, dass wir den irgendwann ableiten können. Ich denke mal, das ist wirklich noch zu früh. Und was man auf jeden Fall bräuchte, wären entsprechende Modellierungen, also vielleicht hydrogeologische Modellierungen, dass wir also mit den Daten, so wie das in einer Masterarbeit mal mit einem Teildatensatz von Borkum, dann, also ich glaube, das ist 2016 gewesen, da hat die Miriam mal in ihrer Masterarbeit eine Modellierung gemacht. Und das sollte man durchaus mal wiederholen. Und dann könnte man mal gucken, was da kommt. Also da sieht man dann den Einfluss des Brunnens und der Grundwasserneubildungsrate, und dann könnte man dann sicherlich auch umspielen, ob sich die Neubildungsrate da schon irgendwie verändert hat. Also im Moment halte ich noch ein bisschen für zu früh. Und letztendlich die Frage geht in dieselbe Richtung, was die gerade die Schlussfolgerung aus unseren Daten sehen und ob wir halt schon Veränderungen der Salz-Süßwassergrenze in den verschiedenen Untersuchungsgebieten sehen, das ist ja quasi. Also wir sehen in einigen Daten Effekte, also gerade in der Borkum, der Kleber-2-Borkum sehen wir das. Aber ich denke, der Kommentar ist schon ganz richtig. Wir müssen das letzten Endes mit den hydraulischen Simulationen verbinden. Und das ist gerade das Gute und das Sinnvolle und das Mächtige an den Daten, die wir da haben, dass wir auch über die langen Zeiträume die Dynamik auch in kleinsten Messwerten nachvollziehen können. Die zu verbinden mit den hydraulischen Simulationen ist genau das, wo wir hinwollen und wo wir auch den Nutzen der Daten sehen. Genau. Und dafür haben wir echte Daten, harte Daten, mit denen wir die dann auch kalibrieren können. Genau. Gut, dann sehe ich jetzt zumindest erstmal keine weiteren Fragen. Dann danke ich dir nochmal, Michael. Und will die Chance nicht versäumen, wieder für das nächste LIAC-Seminar ein bisschen Werbung zu machen. In 2 Wochen wird Katharina Loy vortragen, und zwar wird sie uns vom ICDP-Projekt JET berichten. Und in dem Projekt wird in England eine Bohrung der letzten, oder es wird versucht, ein kontinuierliches Sedimentarchiv der letzten 25 Millionen Jahre zu erbohren und zu vermessen. Und auf geophysikalischer Seite versuchen wir natürlich dort wieder sowohl zur Sedimentcharakterisierung, aber eben auch zu Klimaarchiven beizutragen und unsere Daten dort entsprechend einzubinden und der Community zur Interpretation zu geben. Und ich freue mich drauf auf den Vortrag von Katharina und verabschiede uns sozusagen bis in 2 Wochen. Vielen Dank.